Bonjour zusammen, wir sind im Süngoi für einen ganz besonderen Ort zu entdecken. In Overmorschwiller gibt es einen Glockenturm, der außergewöhnlich ist. Freiwillige Guide machen den wunderfitzigen Besucher besichtigen. Das und andere besondere Häuser, was es hier im Dorf zu sehen gibt, das entdecken wir. Overmorschwiller, seine 420 Einwohner, sind Glockenturm auf der Heesche und zwei Dutzend alte Häuser, wo die Gruppe passionierte Freiwillige Guide den Besucher seit 10 Jahren zeigen. Hier ist noch ein schönes Haus. Man sagt, es ist das älteste Haus in unserem Dorf von 1522. Das ist schön gemacht worden. Früher hat das Haus gesehen, wir haben gespielt drin. Und dann hier kann man gar nicht mehr rein dürfen. Das ist alles zusammengehängt. Und jetzt ist es schön gemacht worden. Noch älter als das Haus ist der Glockenturm von der Kirche. Der ist im 13. Jahrhundert gebaut worden, für den Einwohner als Schutz zu dienen, wie man es auf dieser Maquette sehen kann. Hier oben ist ein Balkon gesehen, das nennt man Hoch, wo man in der Schlösser findet und wo man kann verteidigen kann, wenn jemand angreift. In seiner Zeit ist ziemlich an Sicherheit geklappt. Und dann haben die Städter Festungen gebaut, Schlösser in der Vogesa. Und so hat jeder selbst sorgen für seine Sicherheit. Es ist doch etwas Merkwürdiges. Das findet man nie anders im Süngoi. Der Turm hat sogar den Basler Erdbeben von 1356 überlebt. Der Balkon und die Holztreppe sind im 17. Jahrhundert verschwunden, weil sie nicht mehr genutzt haben. Und der Chor und das Chef von der barock-katholischen Kirche Saint-Sébastien sind dran gebaut worden. So, dann kommen wir rein. Wir schauen, dass die Kirche. 800 Jahre Geschichte sind in diesem Gebet zu spüren. Die Leute kennen vielleicht, besinnen sich nicht mehr so viel. Und als Pfarrer müsste ich halt das übertragen, wie es wichtig ist. Vielleicht, wenn man dem so eine Kirche zelebriert und das da als Patrimoine, wie man sagt. Ja, wo man kann, noch hätte noch mit dem Halten und übergehend in der nächsten Generation. Ein Patrimoine, das auch zu sehen ist, hinterm Altar, im Glockenturm von 1267. Machen die Türen auf. Passage secret. Und da müssen die Leute 8 geben. Immer 8 geben, ja. Wegen dem Loch. Und da kann man dann zeigen, den Kopf von dem Heiligen. Und langsam wieder gehen. So, jetzt sind wir im ersten Stück. Der Wohnung vom 13. Jahrhundert. Ja, man sieht, dass es eine Kamin ist. Da hat man sich keine Wärme. Und es sind kleine Fensterchen in der Mauer. Da könnte man sagen, dass vielleicht ein Pfarrer hier gelebt hat. Er ist bei der Glocke gelebt, hat keine Glocke leiden und hat keine schauen, was im Dorf passiert. Eine Geschichte, die ins Licht gekommen ist, dank der Forschungen des Archäologen Marc Grotwohl, der ehemalige Gründer des Ecomusee. Ein Stück Häscher findet man einen Raum mit einer anderen bestimmten Funktion. Hier war wahrscheinlich ein Lokal für Sachen, die wichtig sind für die Leute, die stockiert sind. Zum Beispiel der Sommer für das nächste Jahr neu ansehen. Und hier war alles in Sicherheit. Denn im Haus des Herrgott kann man nicht stehlen. Neben dem Herrgottshaus liegt das Rathaus auf dem touristischen Parcours. Diese Geschichte ist mit manchen Familien aus dem Dorf verbunden. Ich weiss, meine Grossmutter ist hier gewohnt, wo sie klein war. Und früher hat sie immer erzählt, sie waren zwei Tiere. Und was sie gespielt haben, ist vorne rein und halt hinten raus. Und heute ist sie die Marie. Und der Herr Mehr, den wir heute haben, ist früher auch hier rein gewohnt mit seinen Eltern. Vorher war sie auch wieder in einem Haus im Dorf. Die kleine und grosse Dorfgeschichte kann das Publikum selber mit der Broschüre entdecken oder während der nächsten Führungen für die Journée du Patrimoine. Unser nächster Gast hängt auch orisch an der regionalen Kultur und hat es gern, wenn Kleine Elsässisch verstehen. Der Jean-Georges Gitz aus Schwingelsen verrät uns, ob er frach oder frisch ist.
Also ich bin Jean-Georges, ich bin von Schwingelsen. Ich bin Bischöldirektor hier in Schwingelsen. Habe ich hier einen Dorfnamen? Chris Bad-Märkl oder Gummerfraser. Redest du Elsassisch in deiner Arbeit? Ja, natürlich rede ich Elsassisch und ich bin froh, wenn ich ab und zu noch eine Schäle habe, wie mich versteht. Gibt es noch viel? Ja, so ungefähr 2-3 auf 25. Das ist ungefähr ein Ortel. 12,5%, wenn ich schnell ausrache. Bist du frech oder frisch? Ja, wenn es mehr sind, kann ich frech sein, ja. Fleur Scholz? Ja. Wie? Soll ich sagen? Ah ja. Gritzenfitzen noch einmal! Oh je! Was vertraust du nicht im Elsass? Also im Elsass von den Elsasser selber, das ist also manchmal das Mandelgut drehen. Und wenn sie nicht kuraschiert sind, wenn sie nicht kuraschiert genug sind, für ihre Identität zu verteidigen. Kurz oder lang? Es kommt darauf an. Lang, wenn man profitieren von den guten Momenten. Kurz, wenn es auch nicht erwartet ist. Hast du ein Lieblingswort auf Elsassisch? Ja, mein Lieblingskäferle.